Schauen wir einfach mal, ne? Ich bin's, Elfi. Seit unserem letzten Gespräch habe ich fleißig trainiert. Schön für dich. Mein Meditier ist richtig stark geworden, am Strand zu trainieren. Ist effektiv, genau wie ich dachte. Bist du das etwa? Die mich angerufen hat? Also, weil ich dir gerade mal vor Strand gesagt habe, sie ist ja Kämpferin. Also, wenn ja, dann wäre das ein bisschen lame, ne? Dass ich mich extra hier anrufe, obwohl ich quasi direkt hier. Naja, egal. So, das ist auch schon mal schön. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich nenne es Boros einfach, weil ich meine Boros, also der Avatar von Boros im Forum, der hat ja so eine blaue Rüstung und Tetacha hat auch was Blaues an sich, ne? Ja, ich habe ja die Liste hier und ganz ehrlich, so wirklich besser würde so eigentlich auch sonst keiner passen. Also warum nicht, ne? So, von daher. Flieht durch Einsatz von Angst hat. Die flieht durch Einsatz von Angsthase, okay. Das passt sogar. Bis mal Bescheid, ne? Die ist halt Angsthase, deswegen kann er immer flüchten. Bis auf das Ding. So, jetzt kann der Dakti zumindest wieder ein bisschen XP sammeln, ne? Dank T-Zero. Ist hier quasi betreutes Kämpfen. Ja, endlich, Mensch. Wieder mal Level Up nach längerer Zeit. Naja, aber ihm ist ja trotzdem nicht mehr zu helfen, leider. Es sei denn, er entwickelt sich. Da kann der Duck hier jetzt vielleicht doch noch was reißen. Also ein bisschen zumindest. Ich meine zumindest, die Chancen stehen jetzt ein bisschen besser, ne? Jetzt, wo er sich weiterentwickelt hat. Klasse. So schwach und trotzdem möchtest du mich in dein Pokémon noch verändern? Nee, eigentlich nicht. Hä? Aber, ach, egal. Ja, kann sich auch was einreden, ne? Jetzt rein von der Logik her, sollte das dann auch keinen Sinn, eigentlich keinen Sinn ergeben, ne? Dass, ja, dass ich hier Schaufler einsetzen kann. Ich meine, wir sind unter Wasser eigentlich. Neutral-Tor so von Tetacha, macht mit Rohr von Dactivio. Mein Gott, so. Selbst das ist hier schon wirkungslos. Er hat's einfach nicht drauf. Der gute Mann. Nee, aber schon ein bisschen komisch. Dass man sich quasi auf der Wasseroberfläche eingraben kann, sozusagen. Wäre bestimmt auch interessant. Oh! Der ist jetzt wirklich wesentlich besser als Weiterentwicklung. Okay, ja. Hätte jetzt eigentlich was anderes einsetzen sollen. Wäre auch mal interessant, ne? Wenn die Kämpfe quasi dann auch so rein von der Umgebung her so realistischer wären, indem man dann zum Beispiel bestimmte Attacken nicht einsetzen kann oder so. Zum Beispiel Schaufler auf einer Wasseroberfläche würde keinen Sinn ergeben oder Taucher an Land wiederum ja auch nicht, ne? Ich glaube, hier kann der Dakti ganz gut punkten. Also, lass dich positiv vergiften. Och, Dark, ey, das kann nicht wahr sein. Oh, ist das ein Sorgenkind. Trotz Entwicklung. Noch ein bisschen durch. Bitte noch ein kleines bisschen. Klasse. Was? Oh ne, das kann nicht wahr sein. Ey, wie. Oh ne, ist ja schlecht. Nein. Mann. Nein. Mann. Oh ne. Oh Gott. Oh, diese Inkompetenz. Komm. Vielleicht kann der Fabius-Klavier jetzt mal zeigen, wie es richtig geht. Oh Gott.
Was für eine Demütigung für Dagdi. Tja, so macht man das. Wer stört? Ich bin Kevin, der Mann der See. Weißt du, was ich denke? Die Trainer, die draußen im Meer sind, sind die stärksten überhaupt. Du solltest hier ein Beispiel an mir nehmen und im Meer trainieren. Puhu, eine riesige Welle kommt. Das ist eine großartige Gelegenheit für ein Training. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich hoffe, die Welle reißt dich ins Meer und du ertrinkst. Hier bekommst du viele Pokémon zu Gesicht, die sehr selten in der Höhenregion sind. Du kannst sie in ihrer ganzen Wildheit und ungezähmt in der natürlichen Umgebung beobachten. Die ganzen Foren-User. Wir haben unsere Tore für die Pokémon-Trainer geöffnet. Fangt euch Pokémon und behaltet sie. Kommt, genießt die Welt der Safari-Zone. Oh ja. In dieses werde ich auch tun. Ich finde es aber ehrlich gesagt gerade auch tatsächlich, auch wenn es bei Pokémon jetzt vielleicht ein bisschen Kritik auf dem Niveau ist, aber trotzdem. Komisch, dass man den Stuhl von allen Seiten einfach passieren kann, ne? Und, naja. Da geht so manches Maker-Spiel mit besserem Beispiel voran. Tipp für Trainer in der Safari-Zone. Wirf Pokémon und Pokeriegel zu, dann ergreifen sie nicht so schnell die Flucht. Sind dann aber auch schwerer zu fangen, meine ich, ne? Bis zum ersten Mal hier. In diesem Spiel stand schon, aber insgesamt nein. Willkommen in der Safari-Zone. Alles, was du für nur 500 Dollar fangen kannst, also Poké-Dollar nehme ich an, möchtest du es probieren, ja. Entschuldigung, du besitzt keine Poké-Regelbox, ja, sowas Dummes aber auch. Dein Safari-Spiel wäre viel erfolgreicher, wenn du Poké-Regel benutzen würdest. Bitte besorge dir doch die Poké-Regelbox, vielleicht erhältst du in der Welt der Bewerbungshalle von Seegras und City eine. Na toll. Da kommt man hier mit der Freude an, dass man endlich die Safari-Zone miteinander ist. Weh, du kommst hier nicht rein ohne Box. Blöde Box. Eure blöde Box könnt ihr euch sonst heute schieben. Möchtest du mit meine wunderhübschen Pokémon spielen? Nein. Ich will einfach nur noch nach Hause. Ja, beziehungsweise nach Seegrasloop City. Um ja diese dämliche Box zu holen für die Safari-Zone. Die ja offensichtlich so viel Wert gelegt wird. Früher, noch in der ersten Generation, da war alles viel einfacher und simpler. Da musstest du einfach nur, ja, gute Laune quasi, ja, mitbringen und schon durftest du in die Safari-Zone rein. Aber nein, das reicht den Herrschaften ja nicht mehr. Jetzt muss man eine blöde, ekelhafte Box da noch mit reinbringen, die ich wahrscheinlich sowieso nie gebrauchen werde. Aber es geht ja ums Prinzip, nicht wahr? Wie auch überall so. Oh. Ist hier einfach nichts? Habe ich jetzt umsonst jetzt erschneidet? Ich meine, hier muss doch irgendwas sein. Verstecktes Item. Aber offensichtlich. Ah. Ist hier auch was. Ein Nugget. Sehr schön. Die Nuggets, die geben mir immer sehr viel Geld. Das ist natürlich immer schön. Da ist nichts. Ich hoffe, es kommt dann hier gleich wieder zum Doppelkampf. Nicht, dass hier mich dann gerade umdreht. In dem Moment. Na. Ja, jetzt komm. Jetzt guckt euch schon an. Mann, sind die blöd. Ah, ihr seid doch scheiße. Ah. Meine Pokémon kennen das Gefühl der Niederlage noch nicht, bald lasse ich sie in einem Wettbewerb teilnehmen. Ihr nervt. Was muss man denn nicht noch alles tun, um an die dämliche Boxer zu kommen? Was war denn da gerade überhaupt so aufregend, dass jeder noch mal unbedingt nach oben gucken musste? Da war doch nichts, was soll das? Wette, an die Box komme ich dann auch noch ran, wenn ich da irgendwie so eine blöde Quest noch mache. Mann. Früher, da konnte man einfach so rein. Einfach nur, wenn man eine gute Laune bringt. Und jetzt muss man einfach irgendwelche komischen Sachen machen und Boxen mitbringen und... Ach. Die Welt ist einfach zu kompliziert geworden. Oh, Tinkenlist. Das Viech ist auch ziemlich stark. Das weiß ich noch. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier so stark ist. Ich glaube tatsächlich nicht, aber insgesamt kann das sehr stark sein.
Aber das Design finde ich eigentlich auch ganz cool so von dem Viech. Ach komm. Mach so nicht nötig schwer. Den hätten wir dann schon mal erledigt. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ich habe dieses Prinzip, jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist heute der 5. Trainer. Ja, muss ich deine Strähne leider durchbrechen. Aber das mache ich diesmal auch gerne. Ne? Du wolltest ja vorhin nicht kämpfen. Du wolltest ja nicht am Doppelkampf teilnehmen. Dann will ich dich jetzt natürlich umso mehr demütigen. Ist ja ganz klar. Na, das ist aber auch ein bisschen seltsam gemappt hier, ne? Würde ich mal sagen. Mit Zaun. Das hätte man doch sicher schöner lösen können. Weil das sieht irgendwie so. Ja, wie so ein ultra. Ja, abgebrochenes Teilzeit aus quasi. Als ob das nicht fertig wäre, ne? Irgendwie der Zaun. Ja, hätte man besser machen können. Ich brauche deine Hilfe. Gibst du mir bitte ein Pokeriegel? Nur ein Eisig bitte? Oh, du hast ja gar keine Pokeriegelbox. Schade. Na, das nächste Mal vielleicht. Warum seid ihr denn alle so besessen von dieser komischen Box, Mensch? Warum muss man denn heutzutage eine Box haben, um überall reinzukommen? Das darf doch nicht wahr sein hier, Mensch. Team Aqua trainiert seine Weimar drüben in der Bucht. Die Matrosen können nicht auslaufen, die uns im Weg sind. Also ich werde sie gleich alle beseitigen für euch. Und einfach, um mich, um meinen Frust abzubauen. Hier gibt es eine Pokémon-Wettbewerbshalle. Und das bedeutet, dass gut aufgezogene Pokémon aus dem ganzen Land zu sehen sind. Mein Herz strömt über vor Begeisterung. Ich habe ein spannendes Nickerchen im Glas vom Meer gehalten. Das Rauschen war so angenehm. Und da hat mir jemand ein Pokémon gestohlen. Wer ist der ständige Dieb? Team Aqua? Es war Team Aqua? So, ich werde gleich alle beseitigen. Auch wenn ich alt und grau werde, das Leben. Das Meer wird immer jugendvoll von Leben sein. Vor 60 Jahren hat mein Mann hier um meine Hand angehalten. Und das Meer ist immer noch genauso schön. Ja, bestimmt nicht gruselig, die Lache. Ja, nee, komm. Hör auf. Hör endlich auf, du. Elender Beutel immer ständig voll zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das sieht aber auch sehr unschön aus hier. So total kantig an den Ecken, das Gras. Da hätte man aber auch. Das sieht sehr unnatürlich aus. Hätte man aber schöner machen können, nur. Wir wollen Super Pokeriegel Bärmixer machen. Oh. Wir wollen Super Pokeriegel Bärmixer. Ey, sag mal. Nee, komm, ey. Ich bin einfach wie besessen, die Leute. Als meine Frau Vierlinge zur Welt brachte, war ich zuerst geschockt. Aber wenn ich sie jetzt zusammenspielen sehe, bin ich richtig glücklich. Ach, du liebes bisschen Reis. Du ganz allein, aber du bist so jung gut. Ich bin sicher, meine Kinder könnten das ein oder andere von dir lernen. Ich bin Experte der Pokeriegel. Wenn ich es mir recht überlege, dann könnte ich ein paar Pokeriegel zaubern. Möchtest du was von mir, der Experte der Pokeriegel, lernen? Ich fürchte ja, ne? Sonst komme ich nicht in diese Safari-Zone. Oh, schön, du bist clever. Das wird eine lange Erklärung. Oh nein. Hör mir zu. Bist du bereit? Wenn du ein Pokeriegel betrachtest, siehst du, dass sie danach bewertet wird, wie würzig er ist. Je niedriger dieser Wert ist, desto besser ist das. Vergiss das nicht. Ein guter Pokeriegel hat einen niedrigen Gewürzwert und einen hohen Level. Pokémon kann mehr gute Pokeriegel essen als durchschnittliche. Und das ist wichtig. Wenn du weiche Pokeriegel herstellen willst, benutze verschiedene Beeren. Sei nicht geizig. Die Art der Beeren beeinflusst die Weichheit der Pokeriegel. Und noch etwas. Je mehr Leute Beeren mixen, desto weicher werden die Pokeriegel. Aber daher solltest du andere Leute ansprechen und mit ihnen zusammen Pokeriegel herstellen. Das ist alles, was du wissen musst, um gute Pokeriegel herzustellen zu können. Wenn jeder Pokémon hätte, die erlebt, weiche Pokémon, eine liebevolle Familie, sähe es auf der Welt viel besser aus. Lass dich nicht unterkriegen, Schatz. Ich bin nicht dein Schatz und das finde ich mir lieber sein und das ist auch gut so. Da läuft wieder aus. Auf der Suche nach Trainer. Hallo! Heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von 120. Wir versuchen ein neues, großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf dem Trainer Fabian. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Wir sind schon früher gegen Fabian angetreten und wir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich wusste sofort, dass wir einen ganz besonderen Trainer vor uns haben. Die beste Art, das Können eines Trainers festzustellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Das haben wir gemacht.
Und so änderte schließlich der Kampf gegen Fabian. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend wieder einmal, zerknüllte uns wieder einmal und warf uns weg wieder einmal. Fabian ist einfach unglaublich stark wieder einmal. Gehen wir näher auf den Kampf ein, wieder einmal. So geht mein ganzes Selbstbewusstsein dahin, wieder einmal. Die Folge unserer Entdeckung, wieder einmal. Wir wurden geschlagen, bevor wir überhaupt eine einzige Attacke einsetzen konnten, wieder einmal. Oh, Stuf. Allein das macht die Kämpfe schon sehenswert, wieder einmal. Ich fordere mutige Trainer auf, sich mit Fabian zu messen, wieder einmal. Nach dem Kampf baten wir Fabian um eine kurze Stellungnahme, wieder einmal. Der Trainer sagte nichts. Die Brummel Kadaver und Magneien von Fabian und nichts. Hm, sehr tiefsinnig. Da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage, den selbstverständlich wieder nur ich selbst verstehe. Beziehungsweise noch nicht mal ich selbst. Diesmal. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Sendung. So. Hast du schon mal was über den Bärmix gehört? Ja, leider. Man muss mit anderen zusammenarbeiten, um ihn schneller drehen zu können. Oh, auch das noch. Ich habe gehört, je schneller man ihn dreht, desto besser mit dem Pokriegel. Aha. Ich bin mal gespannt, welchen Pokriegel ich bekomme. Das ist total aufregend. Nein, das ist nicht. Okay, heute stellen wir einen neuen Geschwindigkeitsrekord beim Bärenmixen auf. Ich werde köstliche Pokriegel herstellen, damit meine Pokémon anmutiger werden. Friss doch selbst. Wenn du die so toll findest. Ich liebe es, Pokémon-Riegel herzustellen. Ich habe immer einige Beeren dabei. Wenn du magst, können wir einige Pokémon zusammen im Bärenmixer herstellen. Ich weiß ja nicht. Ich finde, das Mädchen dort drüben ist das anmutigste Geschöpf von allen. Wie bitte? Sie bewerten die Pokémon ihrer Anmut? Aha. Ich frage mich, vielleicht soll ich ja das den Behörden melden, so Verdacht auf Pädophilie. Oh, all diese anmutigen Pokémon, ich möchte auch gerne eines haben. Ich werde mir jetzt eins fangen. Ja, wenn dann später, ne? Weil jetzt stehst du da und schaust die Leute einfach an. Wir von einem Blick auf all diese schönen Pokémon. Ich liebe diesen Liebreiz. Okay, ich frage mich, ob ich den Fall jetzt auch bei der Polizei melden sollte, bei den Behörden. Verdacht auf... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht den Begriff, wenn man sexuell auf Tiere steht. Ist aber auch echt ein Ding, was ich nie nachvollziehen kann und werde und... das ist echt eines der abartigsten Dinger überhaupt, meiner Meinung nach. Das ist einfach eine riesige Webseite, wo man mit den Leuten ein paar sinnlose Dialoge führen kann, wie es aussieht. Willkommen, wir nehmen Anmeldungen für Link-Pokémon-Wettbewerb entgegen. Du kannst mit einem oder mehreren Freunden am Wettbewerb teilnehmen. Möchtest du am Wettbewerb teilnehmen? Nope. Das kann ich auch gar nicht. Denn ich habe keine Freunde. Mehr. Wir nehmen Anmeldungen für die Pokémon-Wettbewerbe entgegen. Oh, du hast ja gar keine Pokriegelbox. Nun, dann geben wir die... Achso. Ja, toll, Mann. Das hätten wir erledigt. Hallo, wir nehmen Anmeldung für die Bundeswehr. Gegen sollen jetzt nun. Nee, erstmal nicht. Ey, aber das kann doch echt nicht sein, sowas. Das ist doch sowas von intolerant einfach, dass man Leute nirgendwo mehr dran teilnehmen lässt, nirgendwo mehr reinlässt, einfach nur weil sie keine Box haben. Das ist. Nee, komm. Das ist doch eine Intoleranz nicht mehr zu überbieten, sowas. Frau? Da heißt jetzt ernsthaft eine Tussi und einer nennt sich Kumpel einfach. Wow. Oh, ich verstehe. Aber okay, das ist echt nicht so einfach. Aber cooles Minispiel. Das ging eigentlich. Warum bin ich noch Platz 3? Was soll das? Warte mal. Achso, jetzt verstehe ich. Sie hat die Tussi. Was? Die Tussi hat 11 Volltreffer gelandet? Gibt's doch gar nicht. Und dann noch 2 gute Treffer und 0 mal daneben. Der Kumpel hat 9 Volltreffer. 2-mal gute Treffer und 1-mal daneben. Ich habe 5 mal daneben, aber 17 gute Treffer und 1-mal Volltreffer. Na ja, gut, und die andere hat dann noch ein bisschen mehr versagt insgesamt. Wow. Ja, und jetzt? Ja. Der Level ist 11 und die Würze ist 19. Ja, ist das jetzt gut oder nicht? Möchtest du noch? Nee. Aber eigentlich ein cooles Minispiel. Würde ich schon mal sagen. Wie kann man denn überhaupt nur einen Pelipper fangen, Mensch?
Und dann noch so ein noch nerviges, was ständig Schutzschild einsetzt. Ach, so jemand mag doch keiner. Deswegen will ich jetzt auch genießen. So schocken hier. Eine Schockwelle. Oh ja, sehr geil. Da noch Volltreffer. Hat er sich verdient. So. Meine Vierfachschwäche und dann noch Volltreffer. Vielleicht ist er sogar dabei gestorben, wer weiß. Also wenn Pelipper demnächst nicht mehr im Kampf vorkommt, dann wissen wir Bescheid. Ich überlege. Nee, jetzt machst du nicht sowas, Mensch. Och nee, Mann. Ach, der arme VM-Sklave. Das mache ich ja doch alle mit Absicht. Mensch. Ja. Genau. Demütige ihn noch. Ne. Tja, da hast du mich wohl nicht gerechnet, ne? Jetzt bist du von dem Ding selbst gedemütigt. Na okay, das war nix. Ja, komm. Ach nee, das ist auch. Der arme VM-Sklave, Mensch. Ihr wählt immer nur die Schwachen aus. Weil ihr genau wisst, dass ihr gegen die anderen keine Chance habt. So, weg damit. Ja. Es ist ein wenig finster und ich finde. Ja, ich denke, da passt dann noch vielleicht ganz gut für Rina, ne? So heißt ja auch ein User im Forum. Von daher kann man das mal machen, würde ich sagen.